Willkommen zusammen zurück hier in Medieval Dynasty. Und heute zeige ich euch mal einen coolen Trick. Dieses Gebäude hier sieht schon ziemlich alt, zerfallen und verranzt aus. Da regnet es sogar schon zum Dach rein. Mäuse, Ratten können hierdurch, alles nicht so cool. Und generell ist unser Lagerkapper am Limit. Das heißt, wir brauchen mehr. Ja, ich will jetzt nicht noch ein extra Lager bauen und dafür gibt es einen kleinen Trick. Ich sage jetzt einfach Gebäude, Lager, bauen und ja, so sieht es aus. Und wenn ich das jetzt hier drüber ziehe, ist es eine Gebäudeverbesserung. Ich kann jetzt hier sagen, platzieren. Zack. Jetzt fehlt die ganze Hülle und jetzt muss ich hier aufwerten. Draufbauen. Das Lager ist hier aktuell noch gleich geblieben. Und alles, was von außen weggegangen ist, also Stroh, Stöcke, Holzstämme und so weiter, also hier von der Hülle, habe ich direkt ins Inventar bekommen. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Hammer und muss jetzt hier wieder bauen. Das ist somit viel einfacher, wie dass man jetzt hergeht und erst alles abreißt und dann wieder neu aufbaut. Und da das hier alles erhalten bleibt, habe ich direkt den Vorteil, dass ich hier an die Quelle gehen kann und mir hier Material rausholen kann, ohne dass da irgendwie die Lagerkappa darunter leidet. Finde ich, ist ein sehr, sehr geniales Feature. Und ja, warum nicht nutzen, wenn es das schon gibt? So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich bin ein bisschen zu schwer und kann mich gerade nicht bewegen. Okay. Holen wir uns ein paar Bretter und werfen ein paar Holzstämme mal raus. So, jetzt sollte ich mich bewegen können. Vielleicht machen wir erstmal das, was relativ weit entfernt ist. Und sobald dieses Gebäude dann fertig ist, sollten wir deutlich mehr Lagerkapazität haben. Ui, da kann ich ja gar nicht durch. Ach, ja, jetzt haben wir schon wieder alles verbraucht. Ich könnte vielleicht auch mal die Stöcke und das Stroh, was ich eh nicht brauche, hier rauslegen. Das andere Zeugs habe ich auch noch jede Menge Müll dabei. So, Nachschub. Komme ich nicht hin, aber ans Dach komme ich noch. Hui. Hui. That's unexpected. Ah ja, ich habe ja 40. Dann halt so. Na, wo ist er? Da ist er. Davor war halt ein Kupferhammer, da hatte ich jetzt nicht erwartet, dass der so schnell drauf geht. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu schwer. Oh, mal so. Sind wir auch gleich voll fertig. Wenn ihr das mal vergleicht mit einem Video, wo ich komplett alles von Grund auf gebaut habe, wie viel schneller das hier ist. Schon brutal. So. Komm her. 3, 2, 1, meins.
Und für die nächste Gebäudestufe können wir das natürlich dann auch so machen. Aber bis dahin muss ich erstmal noch schön fleißig leveln. 12 habe ich noch. Gut, ich glaube, jetzt sind wir durch mit Stämmen. Es brauchen nur noch Bretter. So, Stämme zurück. Schon fertig? Moment. Fertig. Wunderbar. So schnell geht es. Und jetzt haben wir hier 7000 Kappa. Also 1000 mehr. Theoretisch können wir das da hinten eigentlich direkt im nächsten auch noch machen. Weil wir sammeln gerade richtig, richtig viel Ressourcen und ich würde die gern einlagern. Ui. Ich liebe die Vögel einfach. Genau, da haben wir schon zwei. Nur noch über das hier. Wieder wie vorher, Gebäude, zack und zack. Schaut mein Gewicht an. Ich bin leicht. Und jetzt bin ich zu schwer. So schnell geht das. Drei, zwei, eins. Tadam. So. Erstmal die unnötigen Sachen hier raus. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Der eh nicht. Federn habe ich auch noch, okay. Da kralle ich mir jetzt mal gleich alle. Mein Bau hat jetzt gerade erstmal Prio. So. Weil. Jetzt ist leer. Jetzt produzieren die wieder welches. Die, wo wir hier brauchen, können jetzt gerade nichts rausholen. Das heißt, deren Produktion pausiert. Und wenn sich da ein bisschen was angestaut hat und ich schnell genug bin, kann ich mir das rausholen. Und dann ist es meins. Was? Hindernisse blockieren die Baustelle. Wahrscheinlich ich. Oder? Das habe ich auch noch nie gesehen. Hindernisse blockieren die Baustelle. Eieiei. Bumm. Nächste Fuhre. Ja, warum brauchen wir zukünftig so viel mehr Ressourcen? Wenn wir auf Erze gehen, Metallerze, Eisenerz und das verarbeiten, das ist ja alles viel, viel schwerer. Klar braucht man davon nicht ganz so viel, aber es ist trotzdem schwerer. Und gerade die Rohmaterialien, da wird man doch schon das ein oder andere mal da haben. Und dann wird es ja auch so sein, dass man zwar weniger braucht, aber dann halt doch die Vielfalt wächst. Also man kann neue Gegenstände machen, die man bisher noch nicht machen konnte. Und damit braucht man dann wieder mehr Platz für Gewicht. Wo ist er denn schon wieder da? So, da noch.
einmal rausholen, dann haben wir es voll. Nee, halt, Bretter. Schaut, das sind schon zwei. Kann ich mir stibitzen. Und hier, schaut mal. Das Holz, was ich habe, wiegt 2000 Kilo. Das ist mehr wie ein Viertel. Das ist einfach viel zu viel. Wie viel, dass ich da jetzt schon raus habe in dieser Folge. Echt krass. Wenn ich dann jetzt bald so langsam durch bin mit außenrum Zaun machen und Gebäude aufwerten, brauchen wir zwar immer noch Holz, aber nicht mehr so viel. Dann kann ich die Holzfäller ein bisschen umverteilen, denen andere Aufgaben geben. So, keine Bretter. Wie viele Stämme habe ich denn noch? 13. Wisst ihr was? Wir laufen mal schnell und machen uns ein paar. Hier liegt auch noch jede Menge Zeugs rum, was ich hier außen am Zaun dann verbauen möchte. Komm. Hänge ich jetzt hier am Baum fest. So, guten Tag, der Herr. Komm mal bitte kurz Platz. Dankeschön. Nochmal 13 Bretter, also 26. Und dann reicht es für das Dach auch voll. Zack, zack. Da läuft die Geschichte. Hälfte haben wir schon. Brauche ich denn 6, 7, 8? 18? 18 mindestens, wenn ich mich recht erinnere. Und der Rest, ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht aber auch nicht. Sehen wir dann. Frag mich, wie der hierher kommt, den habe ich nicht dahin. Vom Winde verweht oder wie? So. Hier drauf, Brettern. Okay, wir brauchen. Ah, das war eins, okay. Dann brauchen wir doch weniger. Aber dann geben wir unseren Arbeitern etwas zurück. So, ja. Was hat man? 5700. 200 Kilo hier rausgeholt. Und erweitert um 2000. Da waren wir doch sehr, sehr erfolgreich heute, oder? Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.